Freitagabend, die geilen Schnittchen, 19 Uhr und es geht direkt spannend los. Ja, mir hat man den Krieg erklärt. Brammen, ja, hat mir schon ein bisschen geholfen. Der ist natürlich auch mit dabei. Hallo, Brammen. Ja, selbstverständlich. Hallo hier. Ja. Klar. Ich meine, Hardy kriegt leider gerade ein bisschen auf die Fresse wahrscheinlich. Und da muss ich jetzt mal eben hier, der will hier Pferde von mir haben. Das kann er aber mal total knicken. Und Eisen kriegt er auch nicht von mir. Ich werde ihm einfach so viel Gold, wie ich habe, 12 Gold pro Runde bieten. Und dann für 25 Runden, das sollten wir eigentlich aushalten. Und vorschlagen. Das ist völlig inakzeptabel. Ihr müsst einen gerechten Handel vorschlagen. Ich biete hier ein Pferd. Ein Pferd und ein Gold. Aber ich biete dir dafür aber dann auch nur noch 6 Gold pro Runde. Annehmen. Das ist nicht einmal annähernd ein faires Geschäft. Boah, fick dich mal, ey. Ich will dir nicht so viel geben, Alter. Na, Hardy, müsste eigentlich meine Religion haben. Ohne Spaß, ich brauch deine verfickte Hilfe nicht, Honolulu, ey. Weißt du was? Ich geh einfach da hin und baller die alle weg. So. Einer wurde befördert. Halt, so. Du hast halt 5 Städte und wahrscheinlich hast du auch gerade einen Haufen Geld, oder? Wie viel Geld hast du denn? Ja, ich hab 631, aber ich hab davon schon direkt Einheiten gekauft. Oh, ja, siehst du, dann kommst du gleich überall raus. Am besten auch unten bei den Städten, bei Bursa und so, wa? Ja, ja, ich komm da jetzt raus und fick die voll hardcore in den Popo, ey. So. Schock 1, Kampfstärke beim Kampf im offenen Gelände. Unwegsamen Gelände. Ja, machen wir hier. Bang, so, nächste Runde, alles klar. Wenn die mir jetzt auf die Eier gehen, dann hau ich die einfach weg. Oh. Alter, wie viele Trieböcke die da haben? So, komm, verpiss dich. Ja, die müssen aber eine Runde in Stand gehalten werden, erstmal. Ja. So, also. Da kommen meine Ritter. Alles klar, los geht's. Oh, ich könnte die sogar nochmal einmal fortbewegen. So. Alles klar, da sind auch noch Ritter. Die haue ich jetzt hier hin. Und hier habe ich auch noch mal Ritter. Was sind das denn da für Wichser? Missionar, Spanisch. Aha, okay. Die werden die Trieböcke da weghauen. So, Einheit benötigt Befehle. Achso, ich kann euch noch mal hier hin. Okay, alles klar. So, nächste Runde. Los, komm, Bram, hier. Ich muss auf die Fresse geben. Ja, okay. Ich beeile mich ab jetzt. So, die werden sich jetzt mit mir betteln. Aha, ihr bettet euch nicht mit mir, ihr feigen Schweine. Alles klar, hätte der wohl gerne gehabt. Du willst Krieg mit. LOL. Ach, das sind. Was sind das denn überhaupt? Ja, oder das sind Speerkämpfer. Okay, mit Speerkämpfern sollte ich mich jetzt nicht zwingend anlegen. Aber mit den kleinen Mongos hier. So, auf die Fresse, du kleiner Wichser. Ja? Und den gebe ich jetzt nochmal aufs Maul. Ach, geht nicht. Okay. Ich kann mich noch bewegen. Alles klar. Ne, ich bleibe. So, wir haben Wirtschaftswissenschaften beendet. Nächste Runde. Was sind das denn da? Streitwagen? Entscheidender Sieg? Auf jeden Fall, Junge. Haus weg. Bam, Junge! Haha! Ihr kleinen Ficker, ich hau euch weg. So, du willst Krieg, du kriegst Krieg, du kleiner Wichser. Du kriegst auf die Fresse, das sag ich dir. Mich greift man nicht einfach so an. So. Forschung wählen. Alles klar. Ja, jetzt hab ich natürlich kein. Oh, ich sollte. Weißt du was? Wir sollten. Eigentlich sollten wir auch mal Schießpulver und so eine Scheiße. Ich mach jetzt mal Schießpulver. Ja, mach das. So, Einheit benötigt Befehle. Ja, ja, du wartest da jetzt. So, was ist da? Karawane. Na, erstmal den Handelsweg mit Honolulu wieder aufrechterhalten. Na, ja. Einheit benötigt Befehle. Wer denn noch? Nächste Runde. Die Speerkämpfer könnten mir ein bisschen auf die Eier gehen. Aber passt schon. Vor allem, die greifen mich auch nicht mal an, ey. Sind die doof? Bisschen. Krieg. Frieden verhandeln. Jetzt ist keine. Okay, du willst immer noch keinen Frieden verhandeln, alles klar, wie du möchtest. Bam! Erstmal den ersten Tribok weg, ja? So einfach geht das nämlich und euch ficke ich euch jetzt auch in den Arsch hier. Ja? Wo sind meine anderen Ritter? Ach, die haben was gemacht? Da sind noch welche. So, beschieße ich die jetzt erstmal hier. Und die ziehe ich dahin. So. Aber ich kann die jetzt nicht nochmal angreifen, ne? Ne, kann ich nicht. Okay. Dann überspringen. Überspringen. So, nächste Runde. Ah, nächste Runde, sorry. Du kannst nach 10 Runden oder so, kannst du auch erstmal Friedensverhandlungen anstreben. Naja. Für dich zur Info. Ich hau die einfach alle weg, weißt du? Der will mir hier so arschmäßig auf den Sack gehen. Das hättest du ja wohl gerne hier.
Oh, da ist noch ein Kriegsschiff von dir. Interessant. Auf die Fresse. Eine Einheit benötigt Befehle. So. Alles klar, jetzt müssen wir kurz gucken. Du kannst so, automatisch weg. Bauen. Alles klar, ich kann hier auch nochmal euch bombardieren. Oh Mann, mein Freund, das war echt ein Fehler, mich anzugreifen. Das sag ich dir aber. So. So, weißt du, halt gut, dass ich die ganze Kohle gespart habe, aber die Ritter, die retten mir gerade richtig den Arsch. Wobei die mich ehrlich gesagt noch nicht mal ange... Lol. Ist das da am Brennen? Machen die das da kaputt? Die machen das da kaputt. Was für Homos, ey, ganz ehrlich. Ja, die haben mich gerade auch angegriffen. Ja, ja. Die hätten sie echt gerne, ey, kleinen Pisser. So, in Istanbul kaufe ich jetzt nochmal. Ich brauche was, was gut gegen... Anfällig gegenüber Pekinieren. Ja, egal. So, Istanbul baut mir jetzt nochmal eine Windmühle. Die Dirne wird... Oh, ich kann schon eine Karawane bauen. Guck mal, fett. Dann werde ich einfach mal einen Karawanenhof bauen und von da aus dann nochmal handeln. Gut. Und du wirst mal... Oh Gott, du hast ja alles Mögliche hier noch am Start. Ha, was baue ich denn? Ja, komm, Windmühle. So. Einer wurde befördert. So. Auf jeden Fall, Junge. So, was ist mit euch? Ihr werdet mal in die Richtung reiten, um euch diese Pferde hinten anzugreifen. Überspringen und... Ja, ihr bleibt da. Nächste Runde. Wie sich hier die ganze Zeit angreifen, die kleinen Homos, ey. Ohne Spaß. So, weg, Alter. Ohne Witz. So, du kriegst nochmal auf die Fresse. Alter, hat das überhaupt der Witz gemacht? Ach so. Ja, komm, gib ihm doch. Boah, Junge. Dann kill den halt einfach. Willst du mich verarschen? Oh, da ist noch ein Tribo. So, was kann ich hier noch? So, ihr bewegt euch jetzt schon mal nach unten an die Grenze. Ach, da oben beschießen sie... What? Wieso habe ich eigentlich so ein Boot mit Speerkämpfern? Willst du mich verarschen? Na ja. Da habe ich auch noch Ritter. So, gib ihnen, ne. Jetzt habe ich gleich die Faxen richtig dicke, das sage ich dir aber. Ihr könnt euch auch noch bewegen. Alle zur Grenze. Alle unten an die Grenze zu Spanien. Okay, den hauen wir weg. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den Angriff doch schon fast erfolgt. Wie ist das eigentlich mit meinen ganzen Bauarbeitern? Rennen die jetzt eigentlich zu den ganzen kaputten Dingern hin und machen die wieder ganz? Wenn die auf automatisch stehen, dann ja. Okay. Da kann ich noch eine Produktion wählen. Machen wir... Du musst gucken, ob vielleicht nicht auch eine Karawane mal kaputt gegangen ist, wa? Ja, ich hab 4 von 5. Ich baue schon gerade eine nach. Ja... Ich kann euch doch nicht mehr angreifen, also überspringen. Nächste Runde. Hast du den Timer laufen? Ach, ich hab den Timer laufen, hab ich ja. Ja, ich hab den Timer auch laufen. Ich bin gerade richtig hier am... Upragen. Ja, ohne Spaß. Weißt du, so freundlich war ich mit der Biete der offenen Grenzen an, dann greift die mich auf einmal an. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ja, wo sind wir denn hier? Lol, die hat sich geheilt. Deine Mutter. Gib ihn. Du kommst nicht davon, Freundchen, du kommst nicht davon. Das wird ein vernichtender Kampf, aber... BAM, Junge! Angriff abgewehrt! In your face, Bitch, ey! So, alles klar. Das Land ist frei von spanischen Motherfuckern, ey. Jetzt habe ich da keine Bötchen mehr. Der hat alle meine Bötchen kaputt gemacht. Das finde ich aber nicht so nett. Aber die brauche ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht, wa? Einheit befördert. Sofortheilung, welche ist denn das? Die da. Ja, die braucht keine Sofortheilung. Können noch mal gedrillt werden. Die müssten mal geheilt werden, aber das ist eigentlich egal. So. Alle nach unten zur Grenze und da wird dicht gemacht. Fett, die betteln sich da voll, ey. Hab ich mal im Arsch. Ja, komm.
So, nächste Runde. No problem, sage ich dazu einfach nur. Ja, jetzt geht Hardy richtig ab. Ja, ja, die Gefahr ist schon gebannt, der kann nix. Alles easy going. Der macht nix mehr. Der kommt jetzt mit seinen behinderten kleinen Schiffchen an, aber da kann er mir mal richtig derbe die Eier kutschen, das sag ich dir aber. So. Der Feind wurde bei der Stadt Bursa gesichtet. Ja, ja, das ist doch nur das dumme Schiffchen von denen. So, wie sieht's aus, Barcelona? Möchtest du jetzt nicht einen Friedensvertrag haben? Was wollen wir als nächstes erforschen? Oh, wie hoch ist der Preis für den Frieden? Welcher Handel kann diesen Konflikt beenden? Das sieht gut aus. Haha, voll geil. Die gibt mir jetzt 5 Eisen, damit der Frieden über 10 Runden hält. Ja, mein Freund, so sieht das nämlich aus. Dann gib mir mal das Eisen, du kleine Hure. So. Das hättest du ja wohl gerne gehabt, ey. So, wo hast du das gesagt? Wo kann ich mir jetzt nochmal ansehen? Ach ja, hier. Ressourcenliste. Eisen. Plus 5 Importe. Oh ja, so sieht's aus. Da habe ich jetzt ziemlich dick in die Fresse getreten, würde ich mal sagen, wenn sie jetzt schon ankommt und mir so ein Angebot macht. So, jetzt werde ich meine Einheiten hier schön stationieren. Heißt, wenn die nochmal ankommt, dann kriege ich die direkt nochmal eins aufs Maul. Kommt meine schönen kleinen Klötenritter. Klötenritter? So, ich kann wieder eine Produktion wählen. Solltest du nicht einen Frachter bauen? Ach, da ist er ja schon. Zurück. Ach, der Frachter ist... Lol. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wieso sitzt denn der? Wieso kann ich dem denn jetzt keinen Befehl geben von wegen... Mach mal hier. Nee, falsches Ding. Ja, dann brauch halt nochmal eine Karawane. Einheit befördern. Oh ja, sofort Heilung. Bang. So. Sehr schön. Nächste Runde. Ruckel, ruckel, ruckel hier. Ja, dann ruckelt's immer kurz, das habe ich auch. So, erstmal die ganze Scheiße hier wegmachen. Ja, bleibt mit Florenz, mit Florenz, genau. Ja, die musste halt mal eben kurz lernen, wie das so ist, wenn man mal hart auf die Fresse kriegt, ne? So einfach ist das. Ja, so einfach läuft das bei Hardy. Ja. Weißt du, nicht umsonst so viel Geld hier angesammelt. Kann ich mir noch nicht aufs Maul geben, er kann aber nicht wahr sein. So, schön hier hin. Nächste Runde. So, von den Stadtstaaten brauche ich keinen Schiss zu haben, die können eh nix. So. Ihr werdet jetzt, was macht ihr denn? Ich will so lange, ja. Ihr bleibt jetzt erstmal inaktiv. Ihr werdet da unten hin. So. Dann baut ihr. Ihr stellt euch da hin. Waffen. Was ist das denn da? Großer Schriftsteller. Bringt viel Kultur. Sollte ich vielleicht jetzt nicht gerade benutzen. Da ist meine Karawane. Sehr schön. Nächste Runde. So, Handelsweg. Oh, mit Barcelona kann ich jetzt auch wieder handeln. Ist ja wunderschön. Dann würde ich aber sagen, Jakarta bietet mir aber ein bisschen mehr. Also handle ich jetzt mit denen. Aha, die kennt da nix, wa? Nee, so geht es einfach. Wenn man am meisten bietet, der kriegt auch am meisten. So, Produktion wählen. Was kann ich denn noch bauen? Ein Zoo, eine Windmühle, eine Gendarmerie. Eine Burg? Ich glaube, eine Kaserne könnte ich mal bauen. Oder... Also eine Windmühle finde ich eigentlich schon nicht schlecht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Boah, jawohl. Da oben kann ich aber das bauen. Boah, Bram, was baue ich denn, ey? Kannst du nicht sagen. Kultur ist immer gut. So, Einheit benötigt Befehle. Ja, komm, Junge, du brauchst jetzt mal gerade nichts machen. Nächste Runde. Thank you.
So. Indonesien hat Spanien denunziert. Ja, ohne Spaß, Isabella, ey, was hast du denn auch für, was machst du auch für einen Scheiß? Ohne Witz. So, du stellst dich nochmal ein bisschen näher an die Grenze dran, du schläfst. Und du stellst dich hier hin. Du fährst dahin. Du baust da ein Fischerteil. Da ist meine Karawane, die ist unterwegs. Ach so, das Schiff war nur in meiner Hauptstadt, deswegen konnte ich da nichts machen. So, öffentliche Schule! Ja, die baue ich auch gerade. Ja, nehmen wir doch. Und ich kann wieder eine Politik einführen. Nehme ich denn? Auch noch eine öffentliche Schule. Und dann gib ihm mal. Was haben wir denn noch hier? Kollektiv wahrscheinlich erstmal von Siedlern. Nee. Meritokratie. Oh, ich hab kein Gold mehr. Bang. Blank. Muss mal raus, Junge. Alles klar. Da meine Städte sowieso alle miteinander fast verbunden sind hier, geht dann natürlich klar. Die untere noch nicht. Da muss man Straßen hinbauen. Ja, ich meine generell durch Grenzen verbunden. Ach so, ja. Das stimmt. Gefahren, was steht denn da alles? Voll geil, ey. Krass. Nächste Runde. Cool, wie meine Bauarbeiter mittlerweile aussehen. Ach, wir sind ja schon... In was für einem Zeitalter sind wir eigentlich mittlerweile? Wir sind gerade... Sind wir immer noch Renaissance? Industriezeitalter. Ach so. Voll geil. Industriezeitalter und ich habe hier berittene Ritter stehen. Ja, so läuft das und nicht anders. Wunderschön. So, Produktion wählen. Gastgeber wählen. Hier, mach erstmal Abgeordnete einsetzen. Oh, okay. Wie funktioniert denn das jetzt hier überhaupt? Ich habe da nämlich überhaupt noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert mit diesem Abgeordneten einsetzen. Ja, du kannst halt. Ja, deine Abgeordneten halt jetzt, ne? Dann lasse ich mal Polynesien einspringen. Abgeordnete einsetzen. Genau, aber du kannst halt warten, weil du kannst halt später, zu einem späteren Zeitpunkt, noch die anderen Sachen mit abstimmen. Da waren ja noch mehr Sachen. So. Ja. Sehr schön. Einheit benötigt Befehle! Boah. Ach ja, stimmt, ich habe jetzt gerade... Also kannst du mir mal politisches Traktat schreiben. So, ihr benötigt Befehle, aber ihr schlaft jetzt erstmal eine Runde. Weil mit Spanien muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, wo kommt denn die krasse Mucke her? Die Ziele sind Polynesien wird Gastgeber. Ist das nicht wunderschön, Dennis? Na, du hast ja für Polynesien gestimmt, nicht für dich selbst oder für mich. Oh, na egal. Ist egal. Das sind meine voll guten Verbündeten hier. Die geben mir voll richtig Knete und so weiter. Ihr habt die Astronomie entdeckt. Produktion wählen. Ja, was können wir denn noch? Schmiede, plus 15% Ausbildung von Landeinheiten. Ist das nicht toll? Jede von dieser Stadt genutzte Quelle von Eisen erzeugt plus 1 Produktion. Oh, da würde ich sagen, machen wir das doch mal, weil wir haben da ein Eisenvorkommen. Hauen Sie mal raus, nächste Runde hier. Was hast du mittlerweile an einem runden technischen Einkommen? 126. Oh, das ist ja nicht schlecht. Und 187 in der Forschung. 187 in der Forschung? Anstehende Sitzung! Oh, ich muss da noch was hier. Universität. Ja, machen wir eine Universität. Ah, ist erst in 5 Runden. Einheit benötigt Befehle. What? Oh! Yi Kang habe ich gekriegt! Was kann der denn? Konzertreiseunternehmen. Dieser Befehl braucht Tourismus. Tourismus. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Unfasslich, ne? Unfasslich. Alles klar, nächste Runde.
So, die sind mittlerweile auch schon wieder fast voll geheilt. Edelsteine für Washington sind beendet. Sag mal, mit Washington handeln. Edelsteine gegen Gold. Was geht denn da eigentlich alles ab? Das hier ist aber entdeckt. Ja, ja, Young King, gib mir doch nicht auf den Sack hier. So. So, ich glaube, das reicht eigentlich, wenn ich da zwei stehen habe. Was kann ich eigentlich mittlerweile so an vor konkreten Einheiten bauen? Ich glaube, wir sollten nächste echt Runde. Mal, ich glaube, wir sollten echt mal so Schießpulver und so ein Zeugs mal. Schießpulver haben wir schon entdeckt. Ja, oder generell halt so ein Kram, weißt du, weil nachher müssen wir hier, wenn uns einer angreift, mit Rittern gegen Panzer antreten. Also ich glaube nicht, dass das so megamäßig vorteilhaft ist. Ja, das stimmt auch wieder. So, ich glaube, die lasse ich mal da stehen. Kann ich irgendwo sehen, ja nie, dass die Großpersönlichkeitenliste sich noch so verhält? Kann an Produktion wählen, alles klar. Ich würde gerne wissen, mit wem alles hier Antonavio hier verbündet ist. Weil sonst würde ich die mal wegmachen, die Stadt. Chemie erkunden. So. Chemie, Mama! Dann kann ich das irgendwo sehen? Das Spiel wartet, bis wir das Spiel die Runde beendet haben. Ja, gucken wir uns jetzt mal die kleinen Schiffchen hier an. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön, wie sich dann im Wasser spiegelt? Und wie die da schön da, wo die Fische kreisen. Oh, ist die Stadt nicht total bunt hier? Bursa ist voll bunt, ohne Spaß. Wie sieht denn. Ich würde überlegen, ob ich jetzt unten rechts den Stadtstaat mal wegmache. Welchen Stadt? Ach so, dass du Antananarivo mal sagst, hier gibt auf die Fresse oder was? Genau. Ja, komm, mach das. Tu es! Ohne Spaß, guck mal. Die haben voll Fische, oh, guck mal. Salz. Ohne Spaß, du solltest die ja dann deshalb töten, weil die da ein Fischvorkommen kontrollieren. Ja, aber. Das ohne, ist schon ohne Witz, das geht gar nicht klar. Bunt genug. So, was haben wir dann noch? Mit Hardy ist mein Handel beendet worden. Wenn mich jetzt hier Akata allerdings angreift, dann. Wobei machen die nicht, die haben nicht mal ansatzweise Militäreinheiten. Guck mal hier, die haben Propheten und Missionare in meiner. In meiner. In meinen Ländereien laufen. Also vor dem so, dann schlagen wir den Hardy mal vor. Okay. Ram hat. Was ist das hier? Zivilisation, bla bla. Es wird ein Barbarenlager entdeckt. Das sind die barbarischen Einheiten, bla. Oh, guck mal an, da ist eine kleine Mini-Insel. So, was können wir kann hier ich bauen? Kann ich eigentlich hingehen und irgendwie so Siedler zu so einer Stadt bringen und da eine Stadt gründen? Musst du doch eigentlich gehen, oder? Ja, kannst du eine Stadt gründen. Ja, aber ich muss ja die Siedler da irgendwie hinkriegen. Ja, hinlaufen. Übers Wasser. Also meine Siedler sind jetzt nicht Jesus. Ja, lass uns übers Wasser laufen. Jetzt hab ich das verstanden. Ja, kann ich die mit einem Schiff dahin bringen? Oder weißt du das jetzt so konkret? Das weiß ich leider nicht. Okay. So, Brammen bietet mir Gold und Wein für Räucherwerk und Trüffel. Sag mal, wie viel Trüffel habe ich jetzt eigentlich hier? Weil ich das sehe ich sie dann. Jetzt, du hast sie gerade wieder zurückgerichtet, du hast gerade zwei. Okay. Deswegen habe ich den Handel wieder gegeben. Ja, nehme ich alles an. Alles cool. Machen wir. Und nächste Runde jetzt auch noch hier. Da passiert. Eine große Persönlichkeit wurde geboren. Okay. So. Ich kann eine neue Sozialpolitik einführen. Produktion wählen. Ja. Was bauen wir da? Stadtmauern. Ankara. Kann auch wieder was bauen. Hey, ihr Militärberater empfiehlt einen Hafen zu bauen. Ja, warum denn, ey? Ich sehe da keinen Grund für. So, du Stadtverbindung. Da. Ich habe eine Stadtverbindung. Sie Handelswege, der handelt nicht. Also Bullshit. Ist doch kacke, da brauche ich doch jetzt nicht, da brauche ich jetzt nicht zwei Unterhalt jedes Mal für zahlen, das ist doch scheiße. Öffentliche Schule, komm, go, go, Alter.
Hier, Einheit benötigt Befehle. Wie ist mir auch echt auf den Sack, Kollege, wa? Mach mal ein großes Werk erschaffen, so. So, und dann kläre ich jetzt den Krieg. Wunderschön. Ihr habt Antananarivo den Krieg erklärt, alles klar. Jawohl. Ja gut, du natürlich jetzt auch. Ja gut, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Die sind so weit weg. Da können wir mal richtig derbe die Eier knutschen. Aber richtig derbe. Weißt du, so. Ohne Spaß, Mann, ich habe schon wieder 2000 Gold. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich kann schon wieder irgendwelche Gebäude kaufen, ja, aber ich glaube. Ja, ich kaufe gerade nochmal ein paar Ritter. Einheiten benötigen Befehle. Ja, du brauchst das jetzt auch, aber ich glaube, ich spare jetzt erstmal ein bisschen. Falls der nächste Angriff kommt, dann bin ich. Nächste Runde. Boah, guck dir das mal an, ey. Lol, was geht denn jetzt gerade ab? What the fuck, was ist denn das hier eigentlich für eine Insel? What? Lol, das bist du. Lol, ich bin nach links gegangen und denke mir so, what the fuck, was ist denn das hier noch für eine Insel? Aber jetzt bin ich ja wieder rechts am Bildschirm. Alles klar. Ohne Witz, du müsstest dir mal reinziehen, was Spanien in seiner fucking Base schon wieder am Züchten ist, ey. Kannst du das sehen? Nee. In Madrid, guck mal, unten links. Ja, Moment, ich muss kurz kämpfen. Ohne Witz, Leute, was meint ihr? Glaubt ihr, die greifen mich schon wieder an? Vor allem, der hat jetzt fast nur Speerkämpfer. Und da verkacken meine... Alter, ohne Witz, ich glaube, die will mich nochmal angreifen. Sonst hätte die jetzt nicht nur Speerkämpfer gebaut, weil ich Ritter habe. Okay. Was hilft denn gegen Speerkämpfer? So, Bombier. Ah, komm hier. Und... So. Oh, eine Kaserne. Fernkampfstärke benötigen 18. Befehle. Meinst du so Ritt, so... Nächste Runde. Hä? Wieso kann ich denn hier keine Schwertkämpfer bauen? Willst du mich verarschen? Eine der ersten Schießpulvereinheiten des Spiels. Nur die Osmanen können sie bauen. Diese Einheit hat einen stärkeren Angriff und heilt, wenn sie einen Feind besiegt. Anders als der Musketier, den sie ersetzt. Okay. Da sie mich ja jetzt noch nicht anzugreifen scheint, werde ich hier mal einen Janitschar mal produzieren. Und hier auch. Ich hätte allerdings keine Schwertkämpfer bauen. Das ist natürlich ein bisschen Kackjes im Kopjes. Das kann ich nur da oben, wa? So, nächste What? Runde. Okay. Stärke 24. Alter, okay, auf jeden Fall, ich baue auf jeden Fall einen Janitschare hier. Ohne Witz, die. Hast du unten links gesehen? Spanien? Ja. Was die da schon wieder am Produzieren ist, die kleine Hure? Ja. Ja. Ohne Spaß, ich glaube, die will jetzt sich echt mit jedem verscherzen, die kleine Bitch. Friedensvertrag abgelaufen. So, jetzt können wir hier die Kultursachen machen. So. Bestimmt für zwei, beide Sachen mit ja. Enthalten. Ja. Ja. Egal. Einfach machen. So. Janitschare werden produziert. Da oben auch. Sehr schön. Also nächste Runde. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier richtig krass Stellung beziehen. Ja, Moment. Ich brauche noch kurz. Da können wir noch ein Observatorium bauen. Und hier können wir noch einen Schriebock bauen. Und hier bauen wir mal kurz eine Waffenkammer. Einheit benötigt Befehle. So, dann rennst du mal nieder. So, nächste Runde. Alter, ohne Witz, ich sage dir, wenn die ankommt, dann habe ich aber richtig verkackt, das sage ich dir. Da muss ich jetzt irgendwie gegenhalten. Ich traue der nämlich nicht. Ich glaube, ich gucke nochmal, dass ich nochmal einen Friedensvertrag mit der aushandle. Was geht denn da ab? Alter, war gerade mega viel. Okay, Moment, als allererstes. Ach, ich kann ja keinen. Hä? Warte mal. So, erstmal einen Tribok bauen. Okay, ich kann jetzt sogar keinen Friedensvertrag anbieten, aber wahrscheinlich, weil jetzt auch einfach gerade. Wie sind die zu mir eingestellt? Neutral. Okay.
Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr mit der handeln, weil die sonst voll anfängt zu weinen. So, ich glaube, die Folge ist jetzt gerade vorbei. So wie ich das sehe. Ist hier das schon wieder? Mein Gott, ja, immer schnell. Sieht bei mir aus. Also ich habe hier, mein Timer ist bei 30 Minuten angekommen, beziehungsweise ist jetzt schon drüber. Und ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, also momentan läuft's. Ich mache jetzt momentan nur noch 110 Gold pro Runde. Liegt aber auch größtenteils an meinen ganzen Einheiten, die ich hier rumstehen habe wahrscheinlich. Es wird recht spannend werden, weil ich mich echt interessiert, ob... Oder die produziert hier in Barcelona auch schon die ganzen Einheiten. Und zwar nur Pikeniere, will die mich verarschen? Ich glaube, das wird nochmal einen Vergeltungsschlag von ihr geben, weil ich habe mir nämlich richtig kräftig in ihren knackigen Arsch getreten. Dann hat er, glaube ich, gar nicht gefallen. Und ich will mir jetzt nochmal auf die Eier gehen. Ja, das alles seht ihr in der nächsten Episode. Und ob Bram es schafft, Antananarivo zu plätten. Ja, weil es sieht aber ganz gut aus, wie ich das hier so sehe. Es sieht gerade ganz okay aus. Es sieht ganz okay aus. Alles klar, das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge, Sonntag 19 Uhr aus der Sicht von Bram. Und bis dahin, schönes Wochenende. Haut rein, tschö! Ciao!